Willkommen zum aktuellen Schnelltest im Rahmen von Bernecker TV. Freuen Sie sich auf Volker Schulz aus dem Redaktionsteam des Aktionärsbriefes und den Blick auf SolarEdge, Enphase Energy, Intel, AT&S, Volkswagen und Siltronic. Und wir legen auch gleich schon los. Hallo Volker, wir steigen ein mit SolarEdge. Die Quittung kam mit den Quartalszahlen. Die Reaktion im Aktienkurs war recht unmissverständlich. Was sind die Hintergründe hier zu der Aktie? Ja, die Solarwerte, die haben es aktuell schwer. Die europäischen Märkte werden von China-Produkten geflutet und die US-Produzenten haben in der Produktion einfach zu viel Gas gegeben und nun sitzen die Distributoren eben auf sehr hohen Lagerbeständen. Die müssen jetzt erstmal abgebaut werden. Aufgrund hoher Zinsen und hohen Preisen zögert der Verbraucher, ganz klar. Das wird sich über das dritte Quartal und auch noch über das vierte Quartal ziehen. SolarEdge betrifft das eben. Klar, man ist bei Wechselrichtern aktiv, man ist im Batteriespeichergeschäft aktiv. Wichtig ist eigentlich nur, was die Prognose betrifft. Die wurde für den Umsatz und die Marge eben gesenkt. Schätzung war 1,05 Milliarden Dollar Umsatz. Es werden aber nur 880 bis 920 Millionen Dollar. Die Bruttomarge von 28-21%, da hatten wir eine Taxe von 32%, also auch etwas unter den Erwartungen. Das vierte Quartal wird ebenso herausfordernd, das muss man wissen. Andererseits die langfristigen Aussichten für SolarEdge, die sind intakt, ohne Frage. Zwar sinken nun die Konsensschätzungen für 2023, aber KGV 16 für 24 ist sicherlich nicht ganz uninteressant. Risiko ist sicherlich noch die Markttechnik. Wir sehen es ja am Chart. Die sieht angeschlagen aus. Deshalb, wer in eine SolarEdge investieren möchte, der macht das in 2-3 Etappen. Auch die nächste Aktie sieht eher nach Regen aus als nach Sonnenschein. Wir sprechen über Enphase Energy. Was ist hierzu zu sagen? Enphase steht für sogenannte Mikrowechselrichter, technologisch top mit dem Monitoring aus der Cloud heraus. Auch hier haben wir die gleichen Probleme. Die Umsatztaxe für das zweite Quartal, die wurde verfehlt. Umsatzerwartung für das dritte Quartal, das wurde abgesenkt. Es gibt eine negative Tendenz, insbesondere im Hinblick auf den US-Wohnungsmarkt und einen relativ hohen Lagerbestand im Vertriebskanal. Das muss nun korrigiert werden, indem man im dritten Quartal eben weniger Volumen ausliefert. Im Ergebnis sehen wir dann, dass die Konsensschätzungen auch im Gewinn für 2023 und 2024 im Durchschnitt um etwa 10% gesunken sind. Das macht ein KGV 28 für dieses Jahr, aber ab 2024 auch wieder mit einer deutlich besseren Gewinnperspektive, sodass das KGV hier Richtung 21 sinken wird. Denkbar ist auch aus der Technik heraus, dass wir zunächst wirklich ein Restrisiko Richtung 110 Dollar oder 120 Dollar haben. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier auch im Zuge der Korrektur dann aufschlagen werden, zumal man auch mit den Q3-Zahlen und auch das Q4, das wird sicherlich nochmal herausfordernd. Grundsätzlich wären das aber dann klare Kaufkurse. Und bevor wir gleich auf Intel als nächste Schnelltestaktie schauen, meine Damen und Herren, wollen wir Ihnen ein Bernecker-Produkt vorstellen, das für die Markttendenz in den kommenden Wochen sehr wichtig werden könnte. Es geht um den Bernecker Trading Club. Volker, kannst du uns zwei Takte darüber erzählen und auch, warum ein Abo gerade jetzt oder in den nächsten Wochen so wichtig werden könnte? Ja, die Spannung in der aktuellen Ausgangslage, die ist ja überhaupt nicht zu überbieten. Unser Haus geht ja von einer schärferen Korrektur aus. Die Hintergründe sind bekannt. Zum einen ist es markttechnisch überfällig. Zum anderen haben wir dieses Thema der Kontraktion der Geldmengen und das bietet eben sehr, sehr viel Zündstoff im Moment. Insbesondere der September, der Oktober, den taxieren wir als sehr kritisch ein. Im Bernecker Trading Club haben wir uns ja deshalb schon entsprechend positioniert für diese Monate. Das Gros der Hebelempfehlungen, das setzt aktuell auf Short. Alle Ideen und auch Handlungsanweisungen, die werden auch in diesem Dienst wirklich sehr engmaschig digital per SMS und E-Mail an unsere Kunden verschickt, nebst entsprechenden Stop-Loss-Limits. Man ist also quasi real-time am Ball in diesem Produkt. Sonntags kommt dann immer noch der ausführliche Wochenbericht als PDF mit Rückblick und natürlich auch Ausblick auf die kommende Woche. Also vom aktuellen Timing her sicherlich ein hochspannendes Produkt. Und es ist möglicherweise auch eine sehr lukrative Sache.
Lernen Sie den Bernecker Trading Club jetzt gerne kennen. Sie müssen auch nicht die Katze im Sack kaufen. Nutzen Sie doch einfach die kostenlose Testphase. Melden Sie sich einfach gleich an über die Webseite www.bernecker-tradingclub.de. Wenn Sie den Schnelltest auf YouTube sehen, dann gibt es den Link auch in der Videobeschreibung. Volker, das nächste Schlaglicht in unserem Schnelltest ist Intel. Gelingt hier endlich mal das Comeback? Tja, immerhin bei Intel geht es nach langer Leidenszeit wieder in die richtige Richtung. Ursprünglich war Intel ja hauptsächlich ein Chip-Designer, der eigene Prozessoren und Chipsätze entwickelt hat. Jetzt wird man aber in der zweiten Schiene auch Auftragsfertiger für andere, nebst Anwendungen dieses Foundry-Modells auch auf die selbstdesignten Chips. Bis 2025, so der CEO, geht es um 8 bis 10 Milliarden Dollar Kostenersparnis, also inklusive höherer Margen. Das klingt gut, das ist das Big Picture. Die Frage ist, wie sieht es kurzfristig aus? Das zweite Quartal, das lag deutlich über den Erwartungen, circa 7% besser beim Umsatz. Und 3,5% Marge hatte auch kein Analyst auf dem Schirm. Die gingen eher so alle Richtung operative Marge von 0 bis negativ. Zudem deutete Intel an, dass man die Talsohle im PC-Geschäft im zweiten Halbjahr durchschreiten wird. Auch das kam sehr gut an. Das zeigt, dass wir durchaus in der Lage sind, jetzt hier eine Trendwende endlich hinzulegen. Aber ich gebe auch zu bedenken, das wird wirklich nur in Minischritten passieren. Wir müssen sehen, dass Intel noch in den nächsten 2 Jahren einen negativen freien Cashflow von kumuliert etwa 18 Milliarden Dollar anhäufen wird. Wir haben dazu noch technologische Rückstände gegenüber der Konkurrenz. KGV-Taxe per 2024 liegt um 19, ist also auch nicht super billig. Ich beobachte das. Ich habe aber auch keine Eile im Moment hier jetzt wild in den Markt zu gehen. Okay. Der nächste Wert wird vielleicht nicht nur österreichische Zuschauer freuen. Wir sprechen über AT&S. Die Aktie ist da ganz ordentlich gerupft worden, hat sich aber vom Tief schon wieder etwas absetzen können, erholen können. Wie stehen die Chancen, Volker? Ja, AT&S ist Weltmarktführer bei High-End-Leiterplatten für die Chip-Industrie. Der Chart, der ähnelt so ein bisschen der Intel-Aktie. Das auch zu Recht. Grundsätzlich ist man Profiteur von bedeutenden Trends. Hier geht es um die Miniaturisierung, es geht um schnellere Signalleitung, Energieeffizienz und natürlich auch um künftig industrielle Produktionsprozesse, die insbesondere in der Kombination mit KI zu sehen sind. Ein wichtiger Kunde von AT&S ist zum Beispiel Apple, einer der Hauptkunden im Bereich IC-Substrate. Das ist wiederum Intel, also es gibt hier durchaus wichtige Zusammenhänge. Wenn Intel dann natürlich die Trendwende im PC-Bereich ankündigt, dann ist das auch positiv für AT&S. Im ersten Quartal, wir haben ja jetzt ein neues Geschäftsjahr begonnen, dass man jetzt berichtete, da fiel der Umsatz allerdings noch um 28%. Man hat auch ein negatives Ergebnis von minus 2 Millionen Euro hingelegt. Aber alles besser als erwartet, das muss man auch sagen. Das laufende Jahr wird sicherlich noch herausfordernd. Wie gesagt, die Talsohle wird ja jetzt erst im zweiten Quartal durchschritten. Das laufende Jahr endet dann am 31. März 2024. Deshalb für das laufende Jahr eine Prognose von 1,7 bis 1,9 Milliarden Euro Umsatz für AT&S. Aber alles noch bei sehr, sehr dünnen Margen, sodass ja, ich eigentlich im Grunde genommen nicht mit mehr als 40 Cent Gewinn je Aktie in diesem Jahr rechne. Das wird sich dann im Geschäftsjahr 2024/25 signifikant ändern. Wir werden viele neue Handymodelle sehen. Der PC-Markt wird sich stabilisiert haben. Der Konsens geht aktuell von EPS, also von Gewinn je Aktie, Taxen bis 4,50 Euro aus. Das wäre ein deutlich tiefes einstelliges KGV. Und man muss ja auch eines sehen, schafft AT&S die Erfüllung seiner grundsätzlichen Ziele bis 2025/26, dann ist man sogar in der Lage, 6,50 Euro je Aktie circa zu verdienen. Dann müsste man die Ziele sicherlich Richtung 70 Euro sogar hochschrauben. Also auch hier sicherlich eine spannende Geschichte. Bodenbildung läuft, aber ich denke, auch hier werden wir nochmal etwas tiefere Kurse im Zuge der Korrektur sehen. Aber Kurse so um 28 zu 30 Euro, das wären dann langfristige Kaufkurse.
Meine Damen und Herren, schreiben Sie uns Ihre Themenvorschläge gerne unter das Schnelltest-Video auf unserem YouTube-Kanal. Und wenn Ihnen das Video bis hierher gefallen hat, denken Sie bitte daran, uns ein Like dazulassen. Und wenn Sie weitere Beiträge dieser Art wünschen, abonnieren Sie auch gerne unseren YouTube-Kanal, falls noch nicht geschehen. Volker, mit der nächsten Aktie richten wir den Blick auf einen DAX-Wert, Volkswagen Vorzüge. Bei der Kursentwicklung braucht vielleicht so mancher Anleger langsam Antidepressiva. Wie sehen die Chancen aus? Wie sieht es mit dem Timing aus? Wie soll man mit der Aktie umgehen? Ja, ich glaube, die Antidepressiva, die muss man noch ein bisschen länger zu sich nehmen. Ja, VW beteiligt sich in einem puren Akt der Verzweiflung ja jetzt an Xiaopeng mit knapp 5%, einem chinesischen E-Mobility-Spezialisten. Es geht um eine langfristige Kooperation mit dem Ziel, endlich ein Bein auf den Boden in Sachen E-Mobility in China zu bekommen. Ich fürchte allerdings, das kommt alles wirklich reichlich spät. Die Abstände zu BYD und auch zu Tesla, die sind dort wirklich sehr, sehr schwer aufzuholen. Und man muss sich einfach einmal vor Augen führen, was der chinesische Markt für VW bedeutet. Er bedeutet aktuell 43 Milliarden Euro Umsatz. Und wenn 43 Milliarden Euro Umsatz in Gefahr stehen, dass sie verloren gehen, dann ist das natürlich ein Problem für die VW-Aktie. Und das spielt der Markt eben aktuell. Deshalb liegt das aktuelle KGV für VW derzeit nur bei 4. Eigentlich ist es ein Witz. Aber man wird einfach in den nächsten Monaten ganz genau darauf achten müssen, wie entwickeln sich die E-Mobility-Absätze von VW in China. Kommt man dort nicht langsam in die Gänge, dann wird VW auch nicht wesentlich über das aktuelle Bewertungsniveau, also KGV 4, hinauswachsen. Nur da muss der Blick im Moment liegen. Alles andere ist relativ unwichtig. Also, ich war jahrelang eigentlich ein VW-Bulle, bin aber aktuell nicht investiert, habe auch eine neutrale Einschätzung und will wirklich erst signifikante Verbesserungen in China sehen. Vorher brauche ich VW nicht zu kaufen. Unsere nächste Aktie zeigt eine interessante Bodenbildung in der Charttechnik. Wir sprechen über Siltronic. Taugt die Aktie für das Depot, Volker? Und wenn ja, welchen Zeithorizont sollte man bei Engagements vor Augen haben? Ja, Siltronic steht ja für Silicium Wafer und hängt somit auch unmittelbar an der Chipindustrie. Das laufende zyklische Problem, was wir ja jetzt 2023 haben, das ist bekannt. Das wird sich auch noch ein bisschen in 2024 reinziehen. Die Konsumelektronik schwächelt, es gibt hohe Lagerbestände. Aber trotz dieser schwachen Absatzmengen hat Siltronic eigentlich im zweiten Quartal durchaus überzeugt. Das Ergebnis, das war wirklich solide, lag teils über den Erwartungen. Das stimmt nicht optimistisch, dass wir ab 2025 dann spätestens eine deutliche Zunahme der Ertragsstärke wieder sehen werden. Ich habe mir bei Bloomberg die aktuellen Konsenstaxen mal angeschaut. Die sind zuletzt immer ein bisschen gefallen noch. Die 2024er Taxe, die liegt aktuell bei 4,54 Euro. Für 2025 dann aber schon bei 7,67 Euro. Aus Bewertungssicht reizt mich das aktuell noch nicht. Ich meine, wir kommen von 59 Euro, aktuell 80 Euro. Das ist schon ein guter Schritt gewesen. Auch hier, denke ich, werden wir jetzt nochmal einen Rücksetzer bekommen. Ich peile ca. 65 Euro für neue Käufe an. Aber auf lange Sicht ist das Thema Silicium Wafer natürlich auch absolut aussichtsreich. Siltronic bedient alle wichtigen Trends, die wir in der Zukunft sehen werden. Aber wie gesagt, wir brauchen noch einen Rücksetzer und um 65 Euro wäre ich dann bei Siltronic wieder an Bord. Meine Damen und Herren, ich erinnere an den Bernecker Trading Club. Nutzen Sie doch gleich nach dem Video auch gerne die Möglichkeit zum kostenlosen Test. Nochmal die Webadresse www.bernecker-tradingclub.de. In der kommenden Woche darf Michael Hüske nach seinem wohlverdienten Urlaub unsere TV-Bühne wieder bereichern. Und dann soll auch unsere Frage beantwortet werden, wo Michael Hüske und Oliver Kantem ganz urlaubsmäßig anzutreffen waren. Ich hatte ja vor kurzem ein Short-Video mit einer Umfrage dazu gemacht. Vielen Dank für Ihre Antworten. Also freuen Sie sich auf die kommende Woche und vielleicht geht die Überraschung ja an Sie. Wir dürfen uns verabschieden für diese Sendung. Vielen Dank an Volker Schulz aus dem Team des Aktionärsbriefs. Und an Neuan Gökçen, der sich um die Technik kümmert oder gekümmert hat. Mein Name ist Walter Thyssen. Ihnen noch einen hervorragenden Rest vom Tag. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.